Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2 Die Nacht des Raben. Zu Beginn des Parts möchte ich auch gleich nochmal sicherheitshalber eine Umfrage starten. Was möchtet ihr nach Gothic 2 lieber Let's Play haben? Mir ist es ehrlich gesagt gleich, ich mag beides gern. Let's Play, zum einen kann ich euch anbieten den Fortsetzer Gothic 3. Da habe ich zwei Versionen, wenn es das wird, erkläre ich das genauer. Oder wir beginnen mit der Risen-Reihe. Wie ihr es gerne habt, wie ihr es gerne mögt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das würde mir irrsinnig helfen. Ansonsten, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann muss ich das machen. Dann lasse ich das los entscheiden, sozusagen. Okay, wir sind hier jetzt wieder in der Kammer, wo wir diesen Ork-Oberst da erledigt haben. Und der liebe Pedro hat uns gesagt, wie die Reihenfolge gehen soll, um dieses Tor da zu öffnen. Also einmal links und einmal rechts. Hinter uns steht unser lieber Freund Angar, der wird uns hier ein bisschen zur Seite stehen. Toll, er kann sich nicht mehr genau erinnern, ne? Tut sie nix. Das ist schön. Auf der anderen Seite tut sich halt auch nichts. Ist der vielleicht kaputt? Er hat ja gesagt, zuerst links, dann rechts. Was mache ich denn jetzt? Wie geht's dir? Dann hier? Vielleicht andersrum? Ich habe keine Ahnung. Du Kacktür. Er hatte doch gesagt, jetzt muss ich kurz nachschauen. Zuerst links, dann rechts. Irgendwie haut das aber nicht hin. Der ganze Ding ist kaputt, denke ich mal, oder? Warte mal, wo habe ich denn das aufgeschrieben? Hier, glaube ich. Erstens links, zweitens rechts. Vielleicht muss man es zweimal links und zweimal rechts machen. So. Und hier auch. Na komm. Und nochmal. Ne, da tut sie gar nichts. Hat vielleicht der Ork-Oberst da irgendeinen Hinweis für uns hinterlassen? Vielleicht so ein zerknüllter Zettel oder so? Das wäre mir sehr geholfen. William Konstantin, alter Brief. Abschiedsbrief. Bild von mir. Xadas Brief. Nee. Schlüssel des orkischen Oberst. Wozu ist das eigentlich gut? Gab es da nicht mal irgendwann so eine Winde oder so? Ach so, das wird wahrscheinlich für den Lagerraum da unten gut gewesen sein, ne? Ja, kacke, was macht man jetzt? So mag ich das gar nicht. Ich schaue mich jetzt ein bisschen um, werde vielleicht nochmal zu Pedro zurücklaufen. Vielleicht ist ihm wieder eingefallen, wie der Schmarrn hier geht. Und ich melde mich dann halt einfach wieder, wenn ich draufgekommen bin, wie wir das machen. Also bis gleich. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich habe das Ding aufgebracht. Ich glaube, der Code geht links und zweimal rechts. Ich habe jetzt einfach irgendwie herumgetan. Für den Fall, dass ihr hier auch stecken bleibt. Also ja, so irgendwie soll es gehen. Was? Scheiße. Jo. Ja, du bist nur ein Würstel, das geht schon. Das kriegen wir schon hin. Bist du? Bist schon hin. Trottel. Mein bitte, ein suchender Pfer. Ist für uns Kindergeburtstag mittlerweile. So. Was haben wir hier noch? Schwefel. Sonst ist da nichts. Ich lasse gleich mal unsere Waffe heraus.
Oh, warte, da gibt's Kräuter. Heilkräuterlis, ganz viele. Ja, ja, komm nur her. Ah, die Echsenmenschen sind schon da. Das heißt, wir sind in der Nähe von eines möglichen Dracheneis. Sie haben so große, runde Dinger mitgeschleppt, ne? Das waren die Dracheneier. Hopp. Da ist nichts zu holen. Jawohl. So. Immer schön da weiter. Ist da in der Ecke irgendwas? Nein. Aber hier ist noch was, wenn ich es erreichen könnte. Eine Heilpflanze, also Kraut halt. Ja, ja. Ist da im Eck was? Kachanga. 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 Boah, da ist finster, ne? Jö. Ah, da hinten sind noch ein paar Echsenmenschen. Da ist nichts. Da ist nichts zu holen. Ein Schwert. Der hat auch nichts. Boah, eh, ne? Da ist es echt dunkel. Kommt her, ihr Deppen. Oh, da habe ich jetzt mich, glaube ich, übernommen. Anga, wo bist du? Chor Anga. Boah. Und so, ne? Nein, darüber. Perfekt. Das war's mit dir. Du Mistvieh. Genau. Alles okay? Ich gebe dir mal einen Heiltrank. Bitte. Hier, nimm den Heiltrank. Tschü. Nur zur Sicherheit nicht, dass der mir abnippelt. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Der hat auch nichts. Da ist dunkel. Ich sehe schon. Beim Rendern muss ich so hochdrehen, wie ich kann. Damit man da einigermaßen noch mitverfolgen kann, was hier passiert. Da vorne sind die nächsten. Da werden wir gleich mal uns ein bisschen heilen tun. Oh, was haben wir denn hier für einen Trank? Oh, für maximale Lebensenergie 2 Stück. Ne, die saufen wir doch gleich weg. Bitte sehr. Für maximales Mana, das trinken wir auch gleich. Ist eh wurscht. Was habe ich hier noch? Geschwindigkeit habe ich auch ein. Oha. Ja, mit der Zeit kommt man alles drauf. So, da trinken wir mal. Perfekt. Unsere schöne Waffe gezückt und wieder gespeichert. Und zwar hierhin. So, ja. 3 Dracheneier. Die nehmen wir sofortigst mit. Ein ganzes Nest voll Dracheneier. Cool. Vielleicht kann Bennett da noch was draus machen. Boah, ne, es ist hier alles voll mit diesen Bastardviechern. Ich versuche nochmal. Oh je. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ja, ja. Die kommen alle, ne? So. Komm, wir sterben. Kachanga. Oh, da ist noch einer. Komm her. Alter, die gehen echt gut. Und da vorne, seht ihr es? Man sieht es ganz schwach. Da vorne haben wir schon einen Bewacher. Wow! Hey, Alter! Danke, Anker. Danke! Danke. Nichts zu plündern. Das war arg jetzt gerade. Da vorne haben wir schon den Übeltäter, der scheinbar hier die Eier gelegt hat. Da ist nichts zu holen. So. Nämlich ein Drache. Zum Glück ist Chor Anga dabei, der ist eh bärenstark. Da werden wir das Kind schon schaukeln, hoffe ich halt. Muss mal darüber glubschen. Das schaut ja höchst verdächtig aus da drüben. Ein Felsen, ne? Irgendwie schaut das aus, als ob man das wegtun könnte. Ach so, lol. Das hat jetzt so komisch ausgeschaut. Von da sind wir ja gekommen. Okay, alles gut. Alles gut, das war jetzt wieder voll für die Fisch. Ja. Also da ist noch ein Schwertelein. Da drüben haben wir noch ein paar Trüchen. Die machen wir sofortigst auf. 3 gleich. Oha. So, von der Seite.
Jawohl. Scheiße. Jawohl, schau, mit Anhieb geschafft. Wow. 200 Goldmünzen, ein Trankelein, Bergkristall und Wein. Dann hier. Was haben wir da denn? Aha. Aha, okay. Nein! Und jetzt? Scheiße. So, jetzt aber. Ne, bei so vielen Truhen, also bei zwei Truhen schon mal Glück gehabt. Ich glaube schon mal im letzten Part, da hatten wir auch so ein Glück. Und jetzt da natürlich nicht mehr. Ich glaube, ich muss hier mit der Fackel ein bisschen nachhelfen. Das geht so nicht mehr. Das ist einfach zu dunkel. Jetzt ist nur die Frage, wo die Fackel hin ist. Da ist sie schon. Schön. Ja, ja, das ist schon besser. Mit Licht und Fackel kommen wir weiter. Scheibe. Okay. Jawohl. Sehr schön. Nochmal ein bisschen Geld und ein bisschen Proviant. Schön. Sehr fein. Da werden wir uns auch gleich einmal heilen. Leichte Wunden wären gut. Wo sind die denn? Da. Einmal leichte Wunde. Hui. Oh, da fehlt sogar noch ein bisschen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da müssen wir noch was jausnen. Bitte schön, runter damit. So, ja. Ja, das dauert leider ein bisschen, ne? Ich möchte gern das Essen ein bisschen weg haben. So, ja. Jetzt sind wir voll. Her mit der Fackel. So, und schön speichern. So, hier hin. Mal auf die Uhr gucken. Wir haben mit Ding ange... Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wow, wie viele Eier sind das bitte? 1, 2, 3, 4, 5 Eier allein in diesem Nest. Oh, denke mal, wenn die alle schlüpfen, alter Schwede, da haben wir eine Invasion von Drachen, kannst du gar nicht. Boah, da wird es einem ganz anders. Und da sind nochmal 3. Also man kann sagen, was man will. Ah, meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Nicht dein Ernst. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unerträglich geworden, seit wir hier auf der Insel sind. Verdammt nochmal, das muss endlich aufhören. Ja, willst du dann lieber zurückbleiben oder kannst du kämpfen? Ah, meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Bleib zurück. Bleib zurück. Alles klar. Idiot. Entschuldigung, aber ist ja wahr. Er weiß doch, dass wir... Naja, okay, er weiß es nicht, dass wir... Das heißt, wir dürfen uns dem Drachen jetzt ganz alleine stellen. Ja, so viel zu meinem Joker, ne, den ich mir ausgedacht hatte. Passt, das heißt, wir rüsten uns auf der Stelle um. Halt, das war die falsche Richtung. Wir brauchen zum einen das Auge Innos. Da... Ja, tada. Dann, die Kriegergeschichten kommen weg, denn stattdessen bekommen wir, nein, nicht Magiebonus, Feuerschutz. Wo sind denn die Feuerschutzringe? Da haben wir den ersten, da haben wir den zweiten und natürlich Gürtelein, das kommt weg, da kommt Feuerschutz hin. So, schauen wir mal, wir haben 150 Drachenfeuerschutz, ich hoffe echt, das reicht, meine Lieben. 717 Lebensenergie. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, aber ist wurscht. Wir beißen das jetzt durch. Wir müssen dann eh zum Schiff zurück. Und da ist auch eine Truhe. Feuer. Wie? Bleib stehen, Mensch. Hi. Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. So? Wen nennst du ja Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Dass du fast unsere gesamte Nachkommenschaft vernichtet hast, war dir wohl nicht genug. Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Den Rest eurer widerlichen Brut werde ich mir auch noch vornehmen. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen.
Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch. Aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Also laut dem Dreierteil schon. Wow, und die werden schwer nach hinten gepfeffert. Wow, aber er regeneriert sich. Aua. Ich wollte gerade sagen, er regeneriert sich nicht so stark. Alter. Wow, das war jetzt ein schöner Schlag, ne? Jetzt komme ich nicht mehr ran zu dir, oder was? Hör auf! Du Feigling! Komm! Schlaue Belia, lass mich jetzt bitte bloß nicht im Stich. Hallo? Mach auf das scheiß Inventar. Ich brauche was zum Saufen. Machst jetzt? Hat er schon. Mann, ich hasse dieses Feuer, ne? Und das Licht ist natürlich auch weg. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Mann, ich komme nicht ran. Schaden würde mir genügend machen, aber ich komme nicht ran an dieses Scheißviech. Da brauchst du einen Sprint rein, dass da... Ich komme halt nicht hinter das Viech, ne? Mann, hör auf jetzt. Kackdrache, echt. Das ist unfassbar. Also als Nahkämpfer hat man es echt nicht leicht. Und da ist so dunkel. Ich sehe den Drachen selber fast nicht. Hallo, würdest du treffen? Idiot. Kannst du nicht irgendwo reinglitschen? Dass wir dann unsere Ruhe hätten? Mann, komm, steh auf. Ich sehe mich selber nicht. Hat er jetzt getrunken? Trink. Sehr ekelhaft, sowas. Ich will dich irgendwo reinglitschen, irgendein Eck. Was hat jetzt bitte die Waffe gezogen? Ein Echsenmensch, logisch. Wo kommt sie jetzt her? Boah, es ist echt ein bisschen widerlich. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Stirb! Ja, ich werde gleich sterben, wenn es so weitergeht. Boah, da könntest du echt einen Schirchen kriegen. Trink. Warte. Trink die da. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Allein ist das halt echt schwer. Ja, und wieder kriegst du eine aufs Goschel, ne? Ich habe auch keine Ahnung, du Kackviech, warum der immer fort weghupfen muss. Triffst jetzt mal. Hallo! Triff mal! Mann, ey, ich hasse es. Er trifft nicht, er will nicht. Ich lade das nochmal, das hat so keinen Sinn. Boah, ich hasse es. Nee, ich hasse es wirklich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist richtig scheiße. Das ist richtig, richtig kacke. Richtig kacke. Wenn ich so sagen, Biberkacke. Ich habe ja... Wow, ich habe einen Dämon mit. Ich kann Wolf beschwören. Zwei Dämonen. Die werde ich für den Endgänger fast brauchen. Ich bräuchte nur irgendwas, damit er abgelenkt ist, ne? Ich werde noch was probieren. Wartet mal. Zuerst einmal müssen die da hinten sterben. Wo kommt die jetzt auf einmal her? Ich war doch da hinten bei den Truhen. Das ist wieso alles ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Natürlich ist wieder alles finster. Weil es geht ja nicht, dass man da mit Licht arbeiten kann. So, Licht. Bitte. Boah. Wow. Nichts zu holen. So. Ist ja nichts kacke, echt. Blöder Mistdrachen, wirklich. Ist ja wahr. So, dann noch einmal schnell heilen. So, dran. Und noch schnell was essen.
Der einzige Vorteil ist, oder das einzig Positive, das ich momentan dazu sagen kann, ist, dass wir wirklich mit Abstand wenig Feuerschaden bekommen. Aber wir sind einfach zu langsam. Ich bin schon überlegen, ob wir dann nach dem Drachen nicht doch noch ein bisschen Einhandskillen tun. Nein, bitte deine Waffe. Alles muss man dir sagen. Alles muss man dir sagen. Ich überspringe das mal. Bleib so? Dass du hast den Rest. Bla, bla, mach bla, bla, bla. Belia, mach! Du blöde Drecksklaue. Und ich bin schon wieder irgendwie, weiß ich nicht, unsichtbar. Es ist echt so schlecht. Nee, das wird so nichts. Also ohne einen Freund, ich hasse den Anker, echt. Der ist so ein Trottel, dass er überhaupt null hilft, ne? Aber wirklich null. Ja, und wieder laden. Klaue ist einfach zu schwach, ne? Das müsste schneller gehen. Ich müsste mit mehr Tempo, also wirklich draufschlagen, Vollgas, gehen wir Vollgas. Dass es ihm zurückschlägt. Ja, natürlich. Ja, natürlich Licht. Das ist halt schon nervig, dass der Lichtzauber immer verschwindet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir nicht so. Aber was soll man machen? Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Klappe. Halt's Maul. Eidechse. Ach, jetzt bleibt er stecken. Verstehst du? Jetzt blockiert er selber mit seiner Fähigkeit. Mühselig es ist. Sehr, sehr mühselig es ist. Wirklich wahr. Wirklich sehr mühselig. Sehr mühselig. Es ist halt auch so, die Klaue dürfte zu schwach sein. Wahrscheinlich. Ja, ja. Das wird, glaube ich, so nichts. Ich hasse diesen Angartrottel. Ich hätte nicht mitnehmen sollen. Echt. Der ist für nichts, für jetzt gar nichts zum Gebrauchen gewesen. Echt. Die Ex-Menschen hätte ich auch so besiegen können. Das ärgert mich jetzt voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird nichts helfen. Ich werde mir da müssen irgendwas einfallen lassen. Einfrieren kann man die Drecksau ja nicht, ne? Achso, ich wollte ja eigentlich mit Sprint arbeiten, ne? Schau mal, ob es geht. Nein, das bringt sie gar nichts. Du kannst nur jemand anderen damit wegschicken, ne? Also, das war ein Schuss in den Ofen. Kann man dich eisblocken? Nein. Doch, nein. Nein, kann man natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Man hätte ja können einen Nahkämpfer da ein bisschen unterstützen. Aber nein, besser nicht. Besser nicht. Wer weiß, wer weiß. Könnte ja von Nutzen sein. So. Ich meine, du bist mir auch keine Hilfe. Ein kleiner, mickriger Goblin, wie du es bist. Nee. Der lebt nicht mal lang genug, dass ich da jetzt irgendwas hätte ausrichten können. Das mit seinem Feuer geht mir halt auch wahnsinnig auf die Nerven. Warte, ich probiere noch was. Vielleicht reicht das. Wo ist denn dieser scheiß Feuerschutz? Schutz vor Flammen. Nochmal 10 dazu. Wenn es einem nur nicht immer wegschnepfen würde, so schier, ne? Man kriegt ja vom Fallschaden so viel Damage. Von nichts anderem. Boah, das ist so ekelhaft. Ich hasse es echt. Das muss ich echt sagen. Da gibt's echt. Das ist. Da gibt es sicher einen Schmäh, den ich natürlich nicht kenne. Ist ganz klar und ganz logisch. Wie soll das auch anders sein? Ja, mir gehen ehrlich gesagt die Ideen aus. Es ist halt auch so zackenduster hier. Ich hatte gehofft, dass ich dieses Mistviech zur Wand hinglitschen kann. Völlig sinnlos. Ich weiß es nicht mehr, wie ich das damals geschafft habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe.
meine Güte. Wieso lässt du dich treffen, du Idiot? Er kann auch keinen Haken schlagen, ne? Er ist zu dämlich zum Haken schlagen. Ich glaube, das geht... Machst du jetzt mal hin, ne? Du Vogel. Ich probiere es jetzt mit einem Sprinttrank. Ob das... Nein. Auch völlig sinnlos. Sobald er in der Luft ist, kannst du nämlich gar nichts machen. Und dann macht die Klaue keinen Schaden. Ohne Blitzbläuen. Dann visiert er nicht richtig an. Wozu auch? Braucht man nicht. Nee, also als Fernkämpfer hat man es wirklich wahnsinnig einfach. Wahnsinnig einfach. Ja, er visiert ihn nicht an. Das kannst du vergessen. Er hat keinen Bock, glaube ich. Ich habe jetzt echt gedacht, mit der Klaue reißt man was, aber das kannst du vergessen. Nee, das, wenn das nicht am Anfang funktioniert. Boah, jetzt bin ich echt frustriert, ey. Bin echt frustriert. Sehr frustriert. Jetzt weiß ich, mir gerade echt nicht zum Helfen. Ich muss echt einen Dämon opfern, das hilft nichts. Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als so einen dämlichen Dämon zu opfern. So. Komm her, Arschloch. Bleib so, dass du den mach nicht so einen Wind. Lass du halt hast die Klappe. So. Dämon, was du machen? Na endlich. Alter, komm, jetzt hör auf zu spinnen. Hallo? Was machst du denn? Hast du jetzt das Schwert nicht draußen, oder was, du Idiot? Weil ich nichts sehe, ne? Jetzt würdest du schlagen, vielleicht? Geht ja. Ist ja nicht zu fassen, sowas, ey. Na, ist echt nicht zu fassen. Danke, Dämon. Boah, ey. Du könntest aus der Haut fahren, echt. So. Nein. So, ja. Es wäre halt echt gut, wenn wir ein paar Spruchrollen anfinden würden, die uns wieder Monster beschwören da, ne? Schön. Wie kommen wir hier rüber? Weiß niemand zurecht, ne? Auf jeden Fall, der Part hier ist jetzt eh zu Ende. Ich muss eh zurück zum Schiff. Ich muss das Auge aufladen und ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann bald. Also, okay, sind wir schon wieder da. Gut, wollte gerade sagen, hoffe ich sehe mit den Helden bald wieder. Na fein. Auf jeden Fall, der erste Drache ist hin. Auch wenn wir da jetzt immer ein Helferlein brauchen. Ist halt leider so. Aber trotzdem, wir werden das Kind schon schaukeln. Das wird schon hinhauen. Wir hören uns auf jeden Fall wieder, wenn ich da, wenn ich wieder dort oben bin, wo wir gerade gestanden sind, da müssten wir scheinbar eine Brücke aktivieren. Irgendwie. Vielleicht können uns die Burschen auf dem Schiff helfen. Und vielleicht kriegen wir mal einen brauchbareren Begleiter als diesen Anga. Du Trottel. Hey. Geht's dir besser? Folge mir. Wie geht's? Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind... Ach, Hupfengatsch. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.